Ob mehr Tagestour, Camping oder Stromausfall, diese nützlichen Gratis-Tricks mit einer Lampe solltest du auf jeden Fall kennen. In diesem Video zeige ich dir, wie du fast gratis eine coole Campinglaterne basteln kannst, die praktisch nichts wiegt und keinen Platz in den Rucksack wegnimmt. Wenn du das nächste Mal Joghurt einkaufen gehst, dann nimm doch einfach einen 500 Gramm Becher, der außen mit Karton verstärkt ist und einen transparenten Deckel hat. Die sind nämlich super leicht und zusammen ein idealer Lampenschirm. Genießt also in Ruhe euer Joghurt und löst dann vorsichtig die Kartonhülle. Meist ist sie zum Aufreißen seitlich perforiert, mit etwas Glück kann man sie auch im Ganzen abziehen. Kleberückstände lassen sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Mit Becher, Deckel, Stirnlampe und eventuell deinem Löffel hast du auch schon alles, was es für deine Campinglaterne braucht. Der transparente Deckel hält deine Lampe weiter vom Schirm entfernt und verbessert so die Ausleuchtung, zur Not geht's aber auch ohne. Stell die Länge des Bandes richtig ein und ziehe es über den Becher. Mit der Bezel-Bindi bleibt dir so gleich eine Schlaufe zum Aufhängen. Für andere Lampen kannst du einfach ein Stück Schnur mittels Ankerstich am Band festmachen. Wenn deine Lampe asymmetrisch ist, kannst du sie eventuell vollständig umdrehen oder dir auch mit dem Löffel behelfen. Das klappt selbst ohne Deckel und verbessert dann die Ausleuchtung. Zudem hast du dann auch eine stabile Stehlampe. Und natürlich funktioniert der Lampenschirm auch für dein Smartphone. Bei Stromausfall hast du durch die einfache Befestigung eine brauchbare Notbeleuchtung. Wenn du die Lampe an einem Ast oder einer Stange aufhängen möchtest, dann zieh zuerst eine Schlaufe drüber und setze dann den Lampenschirm ein. Selbst mit dem Lampenschirm kann das Licht ziemlich blenden, doch weil unsere Lampe ja einen Deckel hat, kann man sich auch ganz einfach aus etwas Alufolie einen Reflektor basteln, der dann stabil sitzt. Im Gegensatz zu einem kleinen Joghurtbecher lässt sich der große für den Transport einfach über eine Wasserflasche stülpen. Ja, auch über eine handelsübliche 1,5 Liter PET-Flasche. So lässt sich eure Lampe auch auf Mehrtagestouren ohne zusätzlichen Platzbedarf mitnehmen. Selbst wenn der Transport für euch nicht wichtig ist, ein kleiner Becher hat eine schlechtere Handhabung, geringere Lichtausbeute und blendet trotzdem mehr. So, wenn ihr als Zuschauer meine Campinglaterne genauso liebt wie die Insekten in meinem Garten, dann wäre alles super. Falls ihr auch irgendeine coole Bastelei kennt, dann schreibt es uns auch gerne in die Kommentare und ansonsten hast du mir eben Flatter dabei und vielleicht sieht man sie immer bei einer anderen Tour.